Dieser Wald ist verzaubert, voll von glücklichen Männern und Frauen, die auf dem Höhepunkt der Liebe hinübergegangen sind. Es war eine vollkommene, mondhelle Sommernacht. Was ist das? Das ist ein Wald. Sehen wir in die Vergangenheit? Ist das die Zukunft? Was sind das für Schatten? Was machen die da? Naja, Sie wissen schon. Konntest du mich so belügen? Ich hab nicht gelogen. Es war keine Lüge. Okay, willst du wissen, warum ich gelogen habe? Du hast gesagt, du kennst sie nicht. Das verfolgt mich. Ist doch das Traurigste im Leben, eine verpasste Gelegenheit. Küss mich, Andrew. Stopp, wir haben Gäste. Das macht es riskant. Ja. Junge Männer und Frauen, wir sagen ihnen, dass sie sterben und sie haben nie wirklich gelebt. Den Augenblick nie erwischt, die Rose nie gepflückt. Was machen Sie da? Ich konnte nicht widerstehen. Ich kann nicht! Es ist so ekelhaft! Wieso ist das ekelhaft? Ich habe mich doch noch gar nicht ausgezogen. Naja, morgen ist also der große Tag, was? Wir sollten nicht so reden. Ich werde morgen heiraten. Wenn die Ehe der Tod der Hoffnung ist, besteht in der Nacht vor der Hochzeit immer noch Hoffnung. Glaube an die Wissenschaft und an den Sex. An die Liebe nicht. Doch, an die Liebe auf den ersten Blick. Ha! Du elende, dreckige Tütenschabe! Leopold! Treibe dich auf deine letzte Stunde vor! Menschen erfahren Dinge voneinander, wenn sie sich lieben, von denen sie nie geträumt hätten.